Das ist nicht leicht für mich. Okay? Du weißt, wir hatten eine wirklich schöne Zeit mit unserem Gang zusammen. Aber es geht nicht mehr. Ich hab ihn Neues. Ich hab mich verliebt. Okay? Schau mich nicht so an. Das ist nicht fair. Du weißt, du kannst immer zu mir kommen, okay? Aber wir können das nicht mehr machen. Nein. Nein. Nö. Vielleicht noch ein, okay, vielleicht noch ein letztes Mal. Aber dann ist wirklich Schluss. Servus liebe Shisha-Freunde und Shisha-Soft, und das sind wieder die Verrückten von Shisha-Oper. Hallo. Wir haben Keks, wir haben Meerschweinchen, hallo. Alex und den Steff hinter der Kamera. Dicke Axt. Hey, nicht drin. Schon wieder. Katschika. Wie, du hattest heute schon was? Ja, der Keks hat mich heute schon beworfen. Wie, warum hat er dich beworfen? Was ist denn da passiert? Ich weiß von nichts. Maria, ich hab deinen Tabak mitgebracht. Du weißt von nichts? Ich weiß von nichts. Immer wenn du lügst, muss der kleine Keks weinen. Nein! Wir machen heute Alfaka Blueberry with Mint. Ziemlich neu. Wenn der Shisha-Keller Alfaka Mojito macht, dann machen wir halt den. Hallo, Fällchen. Bist du dir überhaupt sicher, dass der unsere Videos schaut? Was ist hier los? Shisha, Akte deckt auf. Wir müssen mal wieder Akte deckt aufmachen. Wir haben den Pottler enttarnt. So, Maria, du weißt dein Part. Zeig uns die Melone, den blauen hier. Melone? Zeig uns das Schnittbild. Ach so. Hör. Ja. Ja, ich hab mich jetzt voll abgedenkt. Ziemlich feiner Schnitt. Wollen wir auch mal zum Geruch gehen oder interessiert es überhaupt noch jemand? Wieso, wir haben es. Es ist keine Kaka. Halt mal rein, dein Zinken. Ja, warte mal. Riech mal. Schön. Was hast du denn da? Ja, puh, ah, I! Kaka. Das Mint kommt voll raus. Du hast mein Schlachtschiff versenkt. Eigentlich zum größten Teil mit das Münch hier. Ah! Oh Mann! Ein Dödler. Wie viel kostet er? Je nach Händler eures Vertrauens würde ich sagen, für 50 Gramm 4 bis 5 Euro. Okay. Ist die ausländische Version. Die 50 es gibt Gramm. Auch die englische Version. Kennt jemand? Die All Fuck Her? Sekundenfakten. Alfaka ausländisch, ziemlich feucht, ziemlich lecker, braucht ziemlich viel Hitze. Bäh. Oh, der war gut. Für dich schmeckt er schon mal nach Minze. Ist auch die Blaubeernote vorhanden? Ja, schwach. Schwach. Okay. Schmeckt nach Kacke. Ich finde, der ist 50-50. Aber... Der Shisha-Opa ist ja auch Minzexperte. Super, das wird dick und blau. Und rot. Wie ein Opa Champagner. Dann kommen wir schnell zur Rauchausbeute von diesem Alfaker. Alfaker! Oh, der ist echt gut. Ich würde sagen, das ist sehr definitiv brauchbar. Ja. Definitiv! Und schmecken tut er übrigens auch. Weil es ist nein! Mal wenn man Klassiker nein. mag. Wenn man, nein. Wenn man Klassiker nein. mag, dann nimmt man mal den! Warum scheißt du jetzt so? Ja, halt so. Beruhig dich bitte, alter Mann. Das hättest du nicht machen sollen. Nee, ist mal eine frische Alternative zu dem ganzen Blaubeer-Minz-Gedöns, was es gibt. Ausländischer Alfaka. Blaubeer with Mint. Oho. Definitiv Kaufempfehlung. Raufverhalten gut, braucht ziemlich viel Hitze, super feiner Schnitt. Riecht richtig lecker.
kommt an alten Aivara Blue Mint dran, schmeckt ein bisschen nach Adalia Blue Ice und wir sind weg. Hier ist die Endcard, das war's, da ist das Video und auf Wiedersehen. Ihr dürft gerne halluzinieren und abonnieren und Daumen hoch! Daumen, Kommentare, tschüss. Kommentare! Nee, reicht, aus, tschüss. Mehr gibt's nicht. Behindert. Schönes.